Jo, der Himmel ist mal wieder frei. Und wie wir sehen können, ist die Gefahr auch mal wieder gestiegen. Aber neue Wolken ziehen schon wieder ran. Wie man sehen kann. Gehen wir mal rückwärts. Wie schön das da ausschaut. So was nennen die Meteorologen Zirren oder wie auch immer. Steuerwolken, keine Ahnung. Ich nenne es einfach nur Fantastico. Fantastische Malerei des Himmels. Cloud Painting. Wenn man sieht, welche UV-Werte heute als Maximum angegeben sind, so die letzten Tage, und dann vergleicht mit den gemessenen Werten hier, Mai, warum sollte man die Wahrheit sagen? Die Leute glauben doch eh, was wir sagen, auch wenn die Wahrheit anders ist. So wie Spiegel TV. So, jetzt haben wir 16:33 Uhr. Schauen wir mal die Runde rum. Wie wir sehen, zieht sich schön zu. Wenn man das Radar anschaut, Satellitenbilder und vergleicht mit den Wetterprognosen,
kann man sagen, die nächsten 3 Tage Schlechtwetter rücken näher und sind fast schon da. Wenn man sich die vergangenen Tage anschaut, kann man feststellen, Dreierrhythmus, 3-3, 3 Tage schön und heiß, 3 Tage feucht und kalt. 3 Tage schön und heiß, 3 Tage feucht und kalt. Ist doch ein schönes Spielchen. Nee. Bei dem ganz natürlichen Himmel kann es ja nur ein ganz natürlicher Rhythmus sein. Weil wir wollen ja keine Verschwörungstheoretiker sein und irgendwas zum Zusammenspiel. Ganz natürliches Wetter. Halt gekacheltes Wetter. Euch noch einen schönen Abend. Man soll es nicht glauben. Es fängt just im Moment an zu tröpfeln. Jo, es kommen Regentropfen runter von diesem wunderschönen klaren Himmel. Ja, sowas aber auch. Ist ja gar kein Regen angesagt für heute. Tja. Das scheint ein natürlicher Zufall zu sein.